Ja, herzlich willkommen auf unserem großen Preis von Australien in der Online League. Meisterschaft. Wie ihr sehen könnt, sind wir schon über die Hälfte schon beim Rennen rumgefahren, sind wir schon 19. Ja, den Führenden ist Draxler. Dahinter folgt natürlich unser Wintertropfen. 10 Sekunden entfernt, Notenteppich. Ja, schwieriges Rennen. Anfang, das erste Rennen in der Saison hatten schon Anfangsunfälle. Zwischenunfälle, ja, Dreher, ein Ausfall. Jetzt haben wir mittlerweile 4 Ausfälle. BPX Tiger, also meine Mitspieler, ist gegen den Ausfall. Zahler die Master, mein Teamkollege ist auch ausgefallen. Yumi BVB ist auch ausgefallen und Rocket FCB ist auch ausgefallen. Ja, ist ein schwieriges Rennen, weil wir uns erst alle gerade erst kennengelernt haben, bis auf ein paar. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ist schon spannend, aber falsch bremsen, irgendeiner Kurve oder auf dem Kurb kann es passieren, dass man sich selbst dreht und den Mauer landet, so wie meine Windstreit. Aber auch gute Taktiken hat und wie soll ich sagen, vorankommt und ja, versucht den ersten anzuholen. Meine lieben Leute, hier gibt es jetzt ein spannendes Duell zwischen Papa Murdoch und Bachforelle. Also Papa Murdoch ist auf Verfolgung hinter Bachforelle. Er gibt sein Bestes, er kommt aber auch immer wieder ran, immer weiter ran. Sektor 2. Ah, 1,16 ist er nur noch entfernt, 1,7, wie er ein bisschen verschlechtert. 1,8 wieder verschlechtert, aber jetzt wieder verbessert. Er versucht an Bachforelle ranzukommen, Papa Murdoch. Er versucht natürlich seine Schnelligkeit, Geschicklichkeit, um die Kurven zu nutzen, um Bachforelle zu kriegen. Oh, da war kurz ein kurzer Fenster. Jetzt beide auf der Start und Ziel. Ja Leute, ich kann halt nicht kommentieren, ich keine Ahnung, ich habe kein Talent dafür, aber natürlich haben wir einen in unserer Liga, der das richtig gut kommentieren konnte. Ja. Der Silberkelch ist auf der Jagd nach Pace Robben. Ja, Pace Robben ist an der Box. Und da zieht Silberkelch an Pace Robben vorbei. Und Notenteppich.
ist auch vorbei. Beide Silvertails auf Platz 5 und Totenteppich auf Platz 6. Robin fährt raus. Bachforelle liegt jetzt in die vorletzte Kurve ein, jetzt in die letzte Kurve. Nein, Quatsch, man jetzt. Ja, es ist schade, dass beide mein Teamkollege und ich rausgeflogen sind. Ich muss ihn einfach fragen, warum und wieso. Aber es ist auf jeden Fall ein starkes Rennen. Ein paar Fehler können passieren, muss aber nicht sein. Meine ich auf jeden Fall. Wie gesagt, sobald man ein bisschen zu viel über den Körper fährt, kann es passieren, dass man ins Schwimmen kommt und sich auch selber kaputt fährt. Da muss auch keiner dran schuld sein. Ja, das erste Mal ist natürlich passiert, dass Bachforelle mich gedreht hat. Das zweite Mal bin ich jetzt im zweiten Sektor, bin ich hier, genau hier in der Kurve abgeflogen und voll in die Mauer gerasselt. Ja. Oh, Bachkiste. Hey, Robin. Robin hat Bachforelle überholt. Startleistung. Ohne irgendwelche Berührung. Das nenne ich Formel 1 fahren. Oh, Paramoto ist auch raus. Das ist aber schade. Es sind jetzt insgesamt nur noch mittlerweile 9 Fahrer im Rennen. Nicht gut. Gar nicht gut. Wie natürlich gedacht, mein Favorit ist natürlich der Draxler. Ne? Den letzten Fahrer, den ich zur Liga, hineingeholt habe. Angeworben. Ja. Und der Tropfen kommt anscheinend nicht hinterher. Oh, und da ist einer abgeflogen. Unser lieber Marco war das. Oh wei. Das darf. Ja, das wird ein Platz verloren schon. Und ich glaube, es ist auch das aus, oder? Er fährt langsamer. Wieso fährt er langsam? Ja, ich wäre dafür, wenn, wie heißt er jetzt, definitiv entweder aus der Liga fliegt oder, strafgesiegt, aber ich wäre dafür, er hat es mit Absicht gemacht, meine Leute, meine lieben, Mitfahrer und Zuschauer, er hat mit Absicht, hat er einen Mitspieler absichtlich gerammt. Ich finde das nicht in Ordnung. Das ist asoziales Verhalten. Finde ich auf jeden Fall. Sowas gehört sich, das
gehört nicht in der Liga. Das ist unsportliches Verhalten. Sowas gehört sich einfach echt nicht. Ich glaube, er hatte auch das Auge. Ja, genau. Ich glaube, das war Wintertropfen. War es Wintertropfen? Nee, es war, ach, hier Draxler war das, glaube ich. Einer von den beiden war es auf jeden Fall, auf den er es abgesehen hatte. So was finde ich nicht in Ordnung. Es macht mich schon wieder so stinkig, Aber richtig stinkig, Wie kann man so sich so verhalten und die Leute einfach so rausrammen oder sonst rauskicken? Auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall gleich schön in der gemeinsamen Party eine heftigste Diskussion geben, die man noch nie erlebt hat. Das ist nicht normal. Echt nicht. Da kann man echt ausdrücken. Ne? Und es sind die letzten drei Runden. Also. Ja, jetzt verläuft das Rennen wieder ganz normal. Wie folgt, Draxler erster, Glutz zweiter, Glutz 64, unser Leader, einer von unseren Leadern ist zweiter, Wintertropfen ist dritter, Silberkelch auf dem vierten Platz, Notenteppich auf dem fünften. Dahinter folgen Robin, Bachforelle und Bachkiste. Ja. Wintertropfen versucht natürlich die Glut 64 ranzukommen. Also man müsste sich auf jeden Fall schon mal zum Thema zu Marco, was er da gemacht hat, so in meinen Augen nicht richtig. Aber natürlich habe ich ja hier auch das Beweisfoto, ne? Beweisvideo. Thank you.
Spiel willst du kaufen, kaufen könnte vieles, aber nicht bei mir. Ich mache nur den Livestream und ja, unterhalt euch ein bisschen. Und ja, dann wünsche ich euch ein Online-Rang zu schauen. Zwar leider erst Mitte des Rennens von Australien. Aber beim nächsten Rennen bin ich direkt von Anfang an live bei Bahrain dabei. Und ja, Wintertropfen ist anscheinend ein bisschen nervös und fährt sehr viel zwar schnell, aber rastet auch sehr schnell an die Mauer. Ja, das ist unser jüngster Teilnehmer. Wintertropfen, 13 Jahre alt. Zwar manchmal eine Kurbelstrippe, aber voll in Ordnung. Und ja. So, meine Leute, das Qualifying ist, das Rennen ist beendet von Australien. Und Gratulation für Draxler, zweiten Platz, Lützchen, der ist unser Leader. Und Wintertropfen auf Platz 3. Auf Wiedersehen!